9. Hier kommt man weg. Was Ihnen vielleicht auch auffällt, ab einer Länge von 6 Kohlenstoffen haben wir immer eine Erhöhung um den Faktor 2. Es gibt also keine mit 7, keine mit 9, keine mit 11, sondern es sind immer um den Faktor 2 Gradzahlen hoch. Das liegt daran, dass die alle aus dem gleichen Baustein aufgebaut sind. Aus Acetylcoenzym A. Und da haben wir natürlich eine Acetylgruppe mit 2 Kohlenstoffatomen. Die werden also daran angeheftet, das werden Sie im Stoffwechselteil der Vorlesung auch mitkriegen. Die werden dann angeheftet und dann verlängert sich natürlich die Kette immer um den Faktor 2. Was Sie jetzt hier noch sehen, Sie können sehen, diese komischen gelben Sternchen hier bei der Linolsäure, bei der Linolensäure oder Arachidonsäure, das sind Fettsäuren, die wir selbst nicht herstellen können. Also das ist alles nur auf den Menschen bezogen. Die der Mensch selbst nicht herstellen kann, weil wir nicht die enzymatische Ausstattung haben, um diese terminalen Doppelbindungen hier können das nur ganz hier vorne. Also diese Fettsäuren müssen wir mit der Nahrung aufnehmen. Das sind essentielle Fettsäuren, die wir hier benötigen. Grundeigenschaft haben wir also bei den Fettsäuren, wie generell bei den Fetten, dass sie eigentlich hydrophob sind, wasserunlöslich sind. Und dieses Löslichkeitsverhalten schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen an, die Solvatisierung. Wenn wir also in einem wässrigen Milieu wie im Zytoplasma Ionen oder geladene Moleküle, Ionen in Lösung bringen, ist das natürlich überhaupt kein Problem, weil das Wasser ja diesen schönen Dipolcharakter hat und sich sowohl an Kationen wie als auch an Anionen wunderbar drumherum als Hydrathülle formieren kann. Und das sehen wir dann hier in diesem Beispiel, diese gewinkelten Strichchen, die Moleküle, das sollen die Wassermoleküle sein, die sich einmal um ein Kation oder um ein Anion herumlagern können und entsprechend ausrichten, je nachdem, welche Ladung wir hier bei diesem Ion haben. Bei anderen hydrophilen, ungeladenen Molekülen, wie dem Glycerol beispielsweise, haben wir die Möglichkeit, durch die 3 Hydroxylgruppen natürlich Wasserstoffgruppen mit dem Wasser auszubilden. Also auch hier wunderbare Solvatisierung, sehr, sehr großes Lösungsverhalten. Anders sieht es aus, wenn wir mit Fetten hier zu tun haben. Das hier ist jetzt zwar kein Fett, aber ist einfach ein Paradebeispiel für ein unlösliches Molekül, nämlich das Methan. Und dieses Methan löst sich in Wasser verdammt schlecht. Sie können es unter Druck gelöst finden, beziehungsweise in großen Meerestiefen unter Druck, in der Kälte, wird es tatsächlich als eine Art Eis zu finden sein, sogenanntes Methanhydrat. Das haben wir beispielsweise vor der Küste von Norwegen, unglaubliche Mengen an Methanhydrat. Und man überlegt schon, ob man das als Energiequelle vielleicht bergen könnte, denn dieses Methanhydrat kann man einfach anzünden. Das ist also Methan mit einer Wasserhülle, brennt aber wunderbar. Die Löslichkeit von diesem Methan in Wasser ist aber verdammt schlecht. Und das sehen Sie hier am Beispiel mit der Gibbs-Helmholtz-Gruppe. Wir sehen einerseits, dass wir eine negative Reaktionswärme haben. Es wird also Energie eigentlich freigesetzt, eine exotherme Reaktion. Aber wir sehen die zweite Komponente, also minus T delta S, wo wir den Einfluss der Entropie, also der Unordnung in dem System haben, dass dieser Kern sehr stark positiv wird, weil nämlich delta S negativ wird. Das heißt, die Entropie nimmt ab, die Ordnung im System nimmt zu. Und so ein System versucht immer in Richtung Unordnung zu gehen, in Richtung erhöhter Entropie zu gehen. Und wir bekommen aber eine große Ordnung, weil mit diesem Methanmolekül kann das Wasser keine Verbindung ausbilden, also auch keine Wasserstoffgruppe ausbilden. Stattdessen bildet es eine Art Käfigstruktur um das Methanmolekül herum, sogenannte Clapeyron-Struktur. In dieser Struktur ist das Wasser sehr stark geordnet. Und deswegen bekommen wir hier einen stark positiven Term, weil eben die Entropie abnimmt. Und in der Summe haben wir dann eine freie Enthalpie von plus 26, das heißt, wir haben eine endergone Reaktion, die nicht freiwillig abläuft. Und das bedeutet, dass dieser Zustand nicht stabil bleibt, sondern wieder zu einer Entmischung führt. Und diese Entmischung kennen Sie alle, wenn Sie mal eine Salatsauce machen. Eine Öl-in-Wasser-Emulsion ist ohne Emulgatoren nichts Stabiles. Das trennt sich wieder.
Und das verändert sich deshalb, wenn Sie das Ganze jetzt vermischen, beispielsweise mit dieser Gabel hier umrühren, dann bekommen Sie in diesem Beispiel 10 Wassertröpfchen mit dem Volumen von jeweils 1 Milliliter. Und das entspricht einer Quadratoberfläche der Wassermoleküle von 48 Quadratzentimeter in dem Beispiel. Durch die spontane Entmischung steigt aber die Entropie wieder an, weil die Quadratstrukturen jetzt aufgebrochen werden. Das bedeutet, der Term minus T delta S wird wieder kleiner 0 und damit wird auch die Enthalpieänderung wieder kleiner 0. Das bedeutet, diese Öltröpfchen fusionieren zu einem großen Öltropfen, der dann vielleicht auch noch von der Quadratstruktur umgeben ist, die jetzt aber eine Oberfläche von nur noch 22 Quadratzentimeter hat. Also wesentlich geringer als hier oben und das treibt diese Entmischung in Form. Und dementsprechend finden wir auch unsere Lipide, die jetzt meinetwegen eine Membran aufbauen, nie mit dem Wasser durchgemischt, weil die Unlöslichkeit einfach steigt, je länger unsere Kohlenwasserstoffketten jetzt in so einem Lipid sind. Das sehen wir hier bei den kurzen Fettsäuren, haben wir noch in Rot dargestellt die Löslichkeit, eine relativ gute Löslichkeit. Sobald wir hier aber weitere Kohlenstoffpositionen einfügen, die Kohlenwasserstoffkette also immer länger wird, steigt die Unlöslichkeit im wässrigen Milieu gewaltig an. Wir haben praktisch keine Löslichkeit hier oben. Und das bedeutet, wenn wir uns diese Lipide jetzt anschauen und diese Fettsäuren, bleiben wir mal erst noch bei den Fettsäuren anschauen, dass wir eigentlich aufgrund der Carboxylatgruppe, die ja, wenn sie dissoziiert ist, negativ geladen ist und damit eigentlich gut wasserlöslich sein sollte, also hydrophile Eigenschaften hat, wir eigentlich hier ein amphipathisches Molekül haben, weil, wie gesagt, einen hydrophilen Kopf, aber einen stark hydrophoben Schwanz, der sich nicht löst. Das bedeutet, wenn Sie jetzt Fettsäuren oder Lipide, wenn wir sie gleich noch sehen werden, ins Wasser geben, dann bilden sich entweder Mizellen, sowas wie hier, wo sich die Köpfe nach außen dem Wasser zuwenden und die hydrophoben Schwänze ins Innere gerichtet sind, wo kein Wasser ist, oder wenn die Konzentration von ihren Fettsäuren in der Lösung noch nicht ganz so hoch ist, lagern die sich in Form eines Oberflächenfilms auf das Wasser auf. Mit den Carboxylatköpfen natürlich zum Wasser zugewandt, mit den hydrophoben Schwänzen dagegen an die Luft nach außen gerichtet. Wenn wir die Konzentration erhöhen, können sich aber auch Vesikel bilden, die dann schon eine Doppelmembran, eine Doppelschicht ausbilden, bei der hier im Inneren beispielsweise wieder mehr wässriges Milieu herrschen kann. Und was wir in den Zellen finden, mit den Lipiden, nicht mit den freien Fettsäuren, ist natürlich so eine Doppelmembran, die ganze Zelle, das ganze Zytoplasma jetzt umgibt. Oder das Mitochondrium umgibt oder den Protoplasten. Seifenblasen sind ein bisschen was anderes, aber auch da haben Sie eigentlich hydrophobe Moleküle in Wasser. Und eine Seifenblase sieht folgendermaßen aus, sie hat also praktisch einen Wasserkern und an diesem Wasserkern sind innen und außen dann die entsprechenden Lipide aufgelagert, eben auch wieder mit den hydrophilen Kopfgruppen zum Wasser hin und mit den hydrophoben Schwänzen nach außen in die Luft oder nach innen in das Luftvolumen einer Seifenblase. Wenn wir jetzt diese amphipathischen Strukturen haben, dann haben wir häufig die Eigenschaft, dass der hydrophile Kopf relativ großvolumig ist und der hydrophobe Schwanz, der hydrophobe Schwanz relativ dünn ist. Und das bedeutet, dass wir eigentlich eine Struktur haben, die so ähnlich wie ein Kegel aussieht, auf dem Kopf stehender Kegel. Das bedeutet, diese Moleküle lagern sich natürlich wunderbar zu einer Mizelle zusammen, weil hier relativ wenig Totvolumen herrscht. Wenn diese Mizellen größer werden, können sie auch ein bisschen Wasser anschließen, so wie wir es hier sehen. Allerdings ist das in der Regel relativ instabil, weil jetzt hier natürlich alle hydrophoben Schwänze auch mit Wasser interagieren. Dementsprechend kollabiert so ein Konstrukt relativ schnell in eine flache Scheibe, wenn Sie so wollen, weil wir hier wieder die optimale Ausrichtung haben, im Inneren hier in dem planaren Bereich aber noch Wasser zu finden ist, aber eben nicht mehr so viel Wasser wie in diesem kugelförmigen Gebilde.
Jetzt haben wir aber in unseren Membranen gar nicht diese Struktur. Wir haben also nicht diese am Kopf stehenden Kegel als Struktur der Lipide. Wir haben in den Membranen, das werden wir uns gleich näher anschauen, eher so eine Struktur. Also auch eine polare Kopfgruppe, die beispielsweise Phosphatreste tragen kann. Und zwei Fettsäuren, die können gesättigt, die können ungesättigt sein, als hydrophobe Schwänze. Die Gesamtstruktur ist dann mehr oder weniger wie so eine Art Zylinder. Und die können sich jetzt wunderbar aneinander anlagern, sodass hier kein Wasser eingeschlossen ist. Die haben aber natürlich wieder die Probleme, hier an den Randstrukturen entsprechend aneinander gelagert werden zu können. Aber das sind auch Randstrukturen, die finden sich in einem biologischen Membransystem eigentlich nicht. Denn so eine Membran schließt sich dann komplett um sich selbst, da gibt es diese Randstruktur eigentlich gar nicht. Das ist ja ein komplett zweidimensionales Gebilde ohne Ränder. Das geht ja ineinander, das geht ja praktisch um die ganze Zelle herum. Insofern hat das hier normalerweise als Struktur in einem Lipid Bilayer, in einer biologischen Membran. Und diesen Aufbau schauen wir uns jetzt gleich an, wie diese Membranlipide aufgebaut sind. Vorher betrachten wir uns aber, dass sie sich direkt davon ableiten lassen, dann die Membranlipide, vorher betrachten wir uns mal die Triacylglyceride. Das sind die Fette, die wir einlagern als Energiereservoir, als Energiespeicher. Und die leiten sich ab von einem eigentlich hydrophilen Molekül, dem Glycerol. Das Glycerol, dieser Alkohol mit seinen drei Hydroxylgruppen hier, ist eigentlich super wasserlöslich. Er wird allerdings an allen drei Positionen verestert mit Fettsäuren. Dabei entsteht zunächst mal ein Monoacylglycerol, wenn also beispielsweise hier an der Position 1 eine Fettsäure über eine Esterbindung aus dem von dieser Carboxylgruppe hier gekoppelt wird. Dann haben wir hier immer noch ein chirales Zentrum, weil wir hier vier verschiedene Liganden haben an diesem Kohlenstoff. Dann gibt es ein Diacylglycerol, wenn noch eine zweite Fettgruppe hier an dem zweiten Kohlenstoffatom verestert wird. Auch das ist noch chiral. Und wenn die dritte Position ebenfalls noch verestert wird, dann sind wir eben beim Triacylglycerol. An jeder ursprünglichen Hydroxylgruppe finden wir jetzt über die Carboxylgruppe eine Veresterung einer Fettsäure. Und auch das ist hier natürlich immer noch ein chirales Molekül. Das ist der Grundaufbau. Und die sind natürlich alle frei beweglich. Wir haben ja hier überall nur Einzelbindungen. Die können sich also frei rumdrehen. Die müssen nicht alles so schön geordnet vorliegen, wie wir es gerade hier sehen. Tun sie aber sehr, sehr häufig in den Fetten oder in den Öl. Was dabei ganz wichtig ist, dass diese Fettsäuren, die wir jetzt hier an diesen drei Positionen über Esterbindungen gekoppelt haben, nicht immer die gleichen Fettsäuren sind. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Fettsäuren. Das sehen Sie hier schon an der unterschiedlichen Länge dieser drei gesättigten Fettsäuren. Das sind aber auch häufig Kombinationen aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Wir haben hier also eine extreme Variationsmöglichkeit, eine extreme Vielfalt an verschiedensten Triacylglyceriden, je nachdem, welche Fettsäure jetzt an den Glycerolrest an den einzelnen Positionen gekoppelt wird. Und diese Fettsäuren entscheiden dann natürlich auch über das Lösungsverhalten oder über den Zustand dieser Fette in Bezug auf Löslichkeit und auf Struktur. Wenn wir jetzt hier gesättigte Fettsäuren an unser Glycerol verestert haben, dann haben die natürlich wieder ihre Stäbchenform und das Ganze ist sehr, sehr kompakt, wie Sie es hier sehen. Und das bedeutet, sie können sich sehr, sehr mit anderen Triacylglycerolen sehr, sehr dicht aneinander lagern. Sehr, sehr kompakt vorliegen. Und das ist typisch für Fette. Beispielsweise die Butter. Wenn Sie die aus dem Kühlschrank nehmen, ist die noch richtig hart. Wenn Sie sie auf Raumtemperatur stehen lassen, wird sie natürlich weicher, aber sie zerfließt nicht. Bleibt ein kompaktes, festes Gebilde. Wenn Sie dagegen ein Öl haben, Speiseöl, dann besitzt das Triacylglyceride, die in der Regel ungesättigt sind, also Doppelbindungen tragen und dementsprechend auch nicht so dicht gepackt vorliegen können wie hier, sondern sich sterisch gegenseitig im Weg sind. Und damit behält das hier einen flüssigen Charakter und wir haben das flüssige Öl, ob Sie das im Kühlschrank haben oder bei Raumtemperatur, ist egal. Es ist flüssig aufgrund dieser Cis-Doppelbindungen,
die diese Knicke in den Fettsäuren hier verursachen. Und diesen Unterschied, den diese Doppelbindungen in Bezug auf die Schmelztemperatur jetzt also ausüben, natürlich können Sie die Butter schmelzen, indem Sie sie erhitzen in der Pfanne oder so, aber den Effekt, den Sie diese Doppelbindungen jetzt ausüben, das sehen Sie in der Tabelle. Nicht erschrecken, die brauchen Sie nicht alle wissen, aber als Beispiel möchte ich es Ihnen zeigen. Wenn wir hier beispielsweise mal mit einer Fettsäure beginnen, die 16 Kohlenstoffe besitzt. Hier oben hätten wir Palmitinsäure, 16 Kohlenstoffatome, keine Doppelbindung, also eine Null. Das heißt, wenn wir hier rübergehen, wir haben hier einen Schmelzpunkt von fast 70 Grad Celsius. Wenn wir uns eine entsprechende ungesättigte Fettsäure anschauen, die ebenfalls aus 16 Kohlenstoffatomen besteht, eine einzige Doppelbindung trägt und diese Doppelbindung an der Position 7, beziehungsweise, komme ich gleich noch drauf, was die 7 hier bedeutet, an der Position 9, also der eigentliche Name ist dann hier dargestellt. Jetzt können wir hier abzählen, wenn wir 1, dann hier 7 mal diese CH2-Körper, also haben wir 8, 9, dann kommt hier die Doppelbindung. Dann haben wir hier einen Schmelzpunkt von minus 0,5, also 70 Grad geringerer Schmelzpunkt, nur durch eine einzige Doppelbindung. Und das sehen Sie bei den anderen Molekülen hier auch, bei der Stearinsäure mit 18 Kohlenstoffatomen ohne Doppelbindung haben wir hier 75 Grad Celsius Schmelztemperatur. Hier unten dann die Linolsäure oder Linolensäuren, Alpha und Gamma, die gleiche Größe haben, aber 2 bzw. 3 Doppelbindungen haben, da sind wir bei Schmelzpunkten von minus 9 und minus 17. Also gewaltigen Effekt in Bezug auf die Schmelztemperatur. Jetzt sehen Sie hier, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass wir hier unterschiedliche Nomenklaturen finden. Chemisch gesehen ist die Palmitoinsäure eine 9-Hexa-D10-Säure. In der Lebensmittelchemie wird das aber als eine Omega-7-Fettsäure bezeichnet. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die Lebensmittelchemie hier eben eine andere Nomenklatur verwendet als die Chemie. Und das sehen wir hier an diesem Beispiel. Linolsäure ist chemisch gesehen eine 9-12-Okta-Dekadiensäure. Wir fangen also hier an der Carboxylgruppe an und zählen jetzt bis zur ersten Doppelbindung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zur zweiten Doppelbindung 10, 11, 12. Also 9, 12. In der Lebensmittelchemie zählt man aber von der endständigen Methylgruppe hier. Und in der Lebensmittelchemie ist diese Fettsäure, zählt man nur bis zur ersten Doppelbindung, eine Omega-6-Fettsäure. Sie fangen also hier an, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das gleiche hier unten mit der Linolensäure, das ist eine Omega-3-Fettsäure. Kommt ständig in der Werbung, Fisch ist gesund, weil reich an Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Das ist aber rein die Lebensmittelnomenklatur für die Fettsäure. Die chemische Nomenklatur ist eine völlig andere, die kommt vom anderen her. Wieso sich die nicht einigen konnten auf eine Nomenklatur, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde es auch ziemlich unsinnig, dass man hier von Omega-Fettsäuren spricht, aber es hat sich offensichtlich bei den Lebensmitteln so durchgesetzt und bis heute erhalten. So, der Vorteil an diesen Fetten ist jetzt einerseits natürlich, dass wir sehr, sehr viel Energie darin speichern können und dadurch, dass die so schlecht wasserlöslich sind oder eigentlich eben wasserunlöslich sind, bedeutet das auch, dass man sich die Hydrathöhen sparen kann. Das bedeutet, wir haben hier einen Mordsgewichtsersparnis. Auch wenn wir natürlich, wenn wir dicker werden, an Gewicht zulegen, das Ganze ist nicht mit Hydrathöhen umgeben und dementsprechend immer noch relativ leicht. Wir haben hier also eine Möglichkeit, enorm viel Energie zu speichern mit relativ wenig Gewichtsaufwand. Dafür zahlen wir das mit einem anderen Preis, denn um diese stark reduzierten Fettsäuren dann zu oxidieren, verbrauchen wir sehr, sehr viel Sauerstoff. Das ist also der Preis, den wir dafür zahlen müssen. Wir brauchen viel, viel mehr Sauerstoff, viel mehr. Wir müssen eigentlich mehr atmen auf gut Deutsch, wenn wir Fettsäuren anschließend abbauen. Aber die Gewichtsersparnis scheint wohl evolutionär das Entscheidende. So, jetzt gehen wir weg von diesen Triacylglyceriden, den Fetten, die ja mit diesem Glycerol-Kerngerüst diese drei Fettsäuren über Esterbindungen gekoppelt haben.
Jetzt kommen wir zu den Lipiden, wie wir sie in unseren biologischen Membranen vorfinden. Die schauen erstmal gar nicht viel anders aus, denn sie haben ebenfalls das Glycerol als zentrales Gerüst. Und an dieses Glycerol ist jetzt aber an einen Kohlenstoff eine Phosphatgruppe gekoppelt. Wir haben also ein Glycerol-3-Phosphat. Die beiden anderen Hydroxylgruppen, hier in Rot dargestellt, die werden jetzt wieder genutzt, um dort Fettsäuren zu verdichten. Also genau das gleiche wie bei den Triacylglyceriden, nur passiert es jetzt hier nur an zwei Positionen, weil an der dritten Position der Phosphatgruppe sitzt. Und schon haben wir hier unser Glycerophospholipid. Besteht aus Glycerol und trägt eine Phosphatgruppe, daher der Name Glycerophospholipid. Und an diesen Phosphatrest können noch weitere Reste angekoppelt werden, wenn man aufpasst. Und dieser Aufbau, hier schematisch dargestellt, also hier unser Glycerol, die zwei veresterten Fettsäuren, gesättigt oder ungesättigt, auch da gibt es unterschiedlichste Komponenten, hier die Phosphatgruppe und dann hier beispielsweise noch ein Ethanolamin gekoppelt an diese Phosphatgruppe. Das hier ist der hydrophile Kopf und das hier sind die beiden hydrophoben Beinchen und wir bekommen dadurch eine Zusammenlagerung in diese Lipiddoppelschicht, die wir in den biologischen Membranen haben. So, jetzt haben wir auch hier eine extreme Vielfalt an verschiedenen Glycerophospholipiden. Es leitet sich einmal schon davon ab, je nachdem welche Fettsäure an diese Glycerol-Hydroxylgruppen gekoppelt sind. Und dann leitet es sich auch noch ab, was an diese Phosphatgruppe gekoppelt ist. Es muss nichts dran gekoppelt sein, also das sehen wir dann hier die Fettsäuren, hier die Phosphatgruppe, X ist jetzt praktisch der Rest, der daran gekoppelt ist. Wenn nichts dran gekoppelt ist, dann ist es eine Phosphatidinsäure. Wenn wir Ethanolamin hier dran koppeln, dann haben wir Phosphatidylethanolamin. Wenn wir Cholin dran koppeln, dann haben wir das Phosphatidylcholin, das ist das Lecithin, das ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Sie können eine Aminosäure, die Serin dran koppeln, dann ist es Phosphatidylserin. Sie können einen Alkohol dran koppeln, wie dieses Myoinositol, dann haben Sie das Phosphatidylinositol. Sie können Glycerol nochmal dran koppeln, Phosphatidylglycerol. Das hier unten, das Kaliumlipin, lassen wir mal aus, das kommt ein bisschen später. Also wir können nicht nur in Bezug auf die Fettsäuren eine große Variation erwarten, sondern auch in Bezug auf die hydrophilen Kopfgruppen, die alle auf diesem Phosphatrest aufbauen und darauf basieren. Ein Paradebeispiel, sowas, denke ich, sollten Sie wissen, ist zum Beispiel das Lecithin. Eine sehr, sehr häufig vorkommende Lipidform. Das Lecithin definiert sich dadurch, dass an dieser Phosphatgruppe, der Kopfgruppe, jetzt das Cholin angekoppelt ist. Alle Lecithine besitzen an der dritten Position des Glycerols über die Phosphatgruppe das Cholin. Aber die Lecithine können sich wieder unterscheiden in Bezug auf die Fettsäuren, die an den Positionen 2 und 1 im Glycerol verästert sind. Das kann beispielsweise eine Stearinsäure sein, die ist gesättigt, oder eine Ölsäure hier sein, die ist ungesättigt, hat wieder so eine Cis-Doppelbindung. Also hier haben wir die große Variation, auch bei den Lecithinen, hier oben dagegen nicht, denn das definiert dann so ein Lecithin. Und die Struktur von diesem Lecithin sehen Sie hier mit dem Knick dieser Fettsäure der Ölsäure hier. Und auch hier können Sie sich schon erschließen, was wir jetzt von den Triacylglyceriden gesehen haben, von den Fetten und von den Ölen, dass die Kombination, welche Fettsäuren jetzt hier sitzen, gesättigt oder ungesättigt, natürlich einen gewaltigen Einfluss auf die Fluidität der Membran hat. Also ob die Membran jetzt leicht beweglich ist und mehr oder weniger eine zweidimensionale Flüssigkeit darstellt, oder ob sie relativ starr ist. Und sie wird umso starrer, je mehr gesättigte Fettsäuren, je weniger Doppelbindungen sie natürlich in diesen Fettsäuren hier drin haben. Wir können uns dieses Lecithin auch hier mal in der Kinematik anschauen. So, das sehen wir hier. Das hier ist unser Glycerol. Und an diesem Glycerol können wir jetzt diese Kopfgruppe aufbauen. Also hier ist die Phosphatgruppe. Und an dieses Phosphat können wir beispielsweise Ethanolamin koppeln. Jetzt haben wir hier die komplette Kopfgruppe.
kriegen wir vieles. Und jetzt können wir diese beiden Seiten kennen. Eine hier mit einer Cis-Doppelbindung, die können wir auch einzeichnen von. Hier ist die Doppelbindung. Und eine zweite Seitenkette, die sehen wir dann hier. So gesehen. Ja, und so haben wir jetzt hier schon unser Lexikon aufgebaut. Sie können natürlich auch andere Gruppen, Serien zum Beispiel anwenden, Antiphosphatgruppe. Sie können Cholin anwenden, Sie können das Glycerol anwenden, die auf diese Glycerol-Antiphosphatgruppe aufbauen. Die nächsten Komponenten in den Membranen sind die sogenannten Sphingolipide. Die finden wir sehr, sehr häufig im Nervensystem, in den Nervenzellen, in den Membransystemen der Nervenzellen. Die haben einen hohen Anteil an Sphingolipiden. Diese Sphingolipide sind jetzt ein bisschen anders aufgebaut, aber Sie werden sehen, das Grundprinzip ist eigentlich genau das gleiche. Zwei hydrophobe Schwänze, eine hydrophile Kopfrippe. Aufgebaut sind Sphingolipide auf dem Grundgerüst des Sphingosins. Und das Sphingosin sehen Sie hier in schwarz dargestellt. Ein Aminoalkohol, der selbst schon einen langen hydrophoben Schwanz hier besitzt. Und der über diese Aminogruppe jetzt hier über eine Peptidbindung eine Fettsäure noch gekoppelt bekommt. Also nicht mehr über eine Esterbindung jetzt, sondern über eine Peptidbindung. Sodass wir an diesem Sphingosin einen Acylrest gekoppelt bekommen. Das ist also praktisch diese Grundstruktur. Und dieses Molekül, wenn hier diese Fettsäure schon angekoppelt ist, das hier nennt man jetzt Ceramid. Das ist die Ceramid-Grundstruktur. Und an diese Ceramid-Grundstruktur kann jetzt hier oben über diese Hydroxylgruppe wieder eine Phosphatgruppe angehängt werden. Gerade wie wir es auch bei den Glycerolphosphaten gesehen haben. Und an diese Phosphatgruppe kann natürlich auch wieder eine weitere Kopfgruppe angehängt werden, wie zum Beispiel unser Cholin. So dass wir jetzt hier insgesamt, wenn wir dann hier Cholin haben, das Sphingomyelin erhalten. Wir haben also vom Grundprinzip genau das gleiche. Diese beiden hydrophoben Schwänze. Der eine stammt direkt aus dem Sphingosin, der andere stammt über die Fettsäure, die jetzt über eine Amidbindung, über eine Peptidbindung hier gekoppelt wurde. Und dann unterschiedlich aufgebaute Kopfgruppen. Wir haben also hier als Grundstruktur entweder das Sphingosin selbst, das auch eine Doppelbindung besitzt, also wieder eine ungesättigte Kette bildet, oder dass die Hydrosphingosin, bei denen diese Doppelbindung nicht mehr vorhanden ist, hier haben wir also eine Sättigung dieser Kette. Aber wie gesagt, beide, sowohl die Glycerophospholipide wie auch die Sphingolipide, haben dieses Grundprinzip, diese Grundstruktur, eine polare Kopfgruppe und diese beiden hydrophoben Schwänze mit oder ohne Doppelbindung. Und wir sehen das hier nochmal dargestellt, wir haben auch bei dem Glycerophospholipid hier natürlich unser Glycerol und hier verestert jeweils eine Fettsäure, egal ob die gesättigt oder nicht gesättigt ist. Und bei der dritten Hydroxylgruppe des Glycerols finden wir die Phosphatgruppe und dann beispielsweise unser Cholingruppe. Bei den Sphingolipiden, hier bei den Sphingomyelinen, haben wir hier die Ceramid-Grundstruktur, bei der eine Fettsäure über die Peptidbindung angeheftet ist. An der Hydroxylgruppe haben wir die Phosphatgruppe und ebenfalls wieder hier unser Cholin. Also eigentlich nicht viel anders, nur das Grundgerüst ist eben nicht mehr basierend auf dem Glycerol, sondern jetzt eben auf diesem Sphingosin. Die sind jetzt hier nochmal gegenübergestellt bzw. nochmal ein bisschen erweitert. Was wir jetzt gesehen haben, war diese Phosphatgruppe, die dann so ähnlich aussieht wie bei den Glycerophospholipiden. Wir finden aber bei den Sphingosin-basierten Lipiden auch noch Zuckereinheiten, die angeheftet werden können. Das finden wir hier unten beispielsweise, wenn hier ein einzelner Zucker angeheftet ist, dann ist das die sogenannte Cerebrosin. Auch die finden wir bevorzugt in neuralen Zellen, im Gehirn beispielsweise, oder dann komplexer die Ganglioside, bei denen nicht nur ein Zucker, sondern richtige Zuckerbäumchen angeheftet sind, die also mordskomplexe Kopfgruppen, hydrophile Kopfgruppen erhalten. Können auch manchmal Sulfatgruppen angeheftet sein, dann spricht man von Sulfat.
Klingt alles jetzt ziemlich kompliziert, aber wenn Sie sich das in Ruhe anschauen, werden Sie merken, das ist eigentlich eine ganz gute Logik dahinter. Das ist nicht so komplex. Das hier ist komplex. Aber das brauchen Sie auch nicht auswendig lernen. Das ist nur ein Beispiel für so ein Sphingoglykolid. Sie sehen hier wieder das Sphingosin als Grundgerüst, hier mit einer Fettsäure über eine Peptidbindung verbunden und an der ursprünglichen OH-Gruppe. Hier sehen wir jetzt erstmal die Glucose angeheftet, dann noch eine Galaktose, dann wäre das Ganglysin GM3. Wenn das noch weitere Zucker erhält, dann ist es GM2 und das ganze komplexe große Ding hier wäre dann GM1. Von diesen Strukturen gibt es über 60 verschiedene. Also 60 verschiedene Ganglioside und die machen immerhin 6% aller Lipide in unserem Gehirn aus. Und Sie sehen schon hier, die Kopfgruppen sind riesengroß durch diese Zuckermoleküle. Und die haben auch eine bestimmte Funktion, denn das sind Andockstellen für viele Hormone, sodass die Zellen damit spezifisch von den Hormonen erkannt werden können und die Hormone dort binden können. Das sind auch Determinanten für Zell-Zell-Erkennung, dass Zellen miteinander kommunizieren und interagieren können und dummerweise auch Andockstellen für viele Toxine, die uns dann ordentlich beeinflussen. Und ein paar von diesen Kopfgruppen, die dann im Eigenmesser aussehen, können wir jetzt hier einfach mal sehen. So, hier sehen wir also erstmal das Sphingosin. Da können wir jetzt beispielsweise die zweite Fettsäure oder die Fettsäure über die Amidbindung ankoppeln, das wäre jetzt hier passiert. Und jetzt können wir natürlich die Kopfgruppen erweitern. Das heißt, das hier, das ist nicht so einfacher wird. Jetzt haben wir hier eine Glucose angeheftet. Jetzt kommt noch die Galaktose dazu und dann N-Acetylneuraminsäure dazu. Und schon sehen Sie, wie groß diese Kopfgruppen jetzt auf einmal sind. Im Vergleich zu den Lipiden, die wir vorher gesehen haben. Also richtig große Dinger, und die ragen natürlich dann auch aus der Lipidstoffschicht entsprechend weit heraus und sind damit die idealen Anlaufstellen eben für Hormone bzw. Toxine oder Zellzellen. So, und das Ganze jetzt ein bisschen systematischer zu betrachten, das ein bisschen zu vereinfachen, gibt es jetzt diese Einteilung, diese Nomenklatur. Wir können einerseits die Lipide einteilen in Phospholipide. Und bei den Phospholipiden finden wir natürlich dann immer in der Kopfgruppe der Phosphatgruppe. Das sind dann beispielsweise die Glycerolipide, die jetzt hier das Glycerol haben und die verästerten Fettsäuren. Dazu gehört aber auch das Sphingomyelin, das ja hier ebenfalls eine Phosphatgruppe besitzt. Und dem gegenübergestellt würden dann die Glykolipide, die kein Phosphat besitzen, aber dafür diese Zucker einhalten. Eine andere Einteilung, die genauso gültig ist, ist die Einteilung in Glycerophospholipide, also abhängig von diesem Alkohol, der jetzt die Grundstruktur ausmacht. Das ist entweder das Glycerol oder das Sphingosin. Also entsprechend haben wir hier Glycerophospholipide oder Sphingolipide. Und diese Einteilung ist natürlich genauso gültig. Dann haben wir bei den Sphingolipiden eben diese hier mit Phosphat und diese hier ohne Phosphat, aber dafür mit diesem Zucker. Welche Einteilung Sie bevorzugen, liegt bei Ihnen. Beide sind gültig. Aber ich denke, damit wird es ziemlich deutlich, dass wir drei unterschiedliche Arten von Lipiden haben und die sich jeweils in Zweiergruppen zusammenlagern lassen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss hier, wir haben in diesen polaren Kopfgruppen entweder negative Ladungen oder neutrale Kopfgruppen, die aber eben OH-Gruppen haben, Hydrozylgruppen haben und Wasserstoffbindungen ausbilden können. Also eben hydrophil sind. Was Sie nicht finden in biologischen Membranen, sind positiv geladene Kopfgruppen. Gibt keine positiv geladenen Kopfgruppen. Die sind extrem toxisch, wenn Sie die verwenden. Weil Sie dann mit den negativ geladenen Kopfgruppen natürlich Salzbrücken ausbilden könnten und damit die komplette Membranstruktur zerstören. Positiv geladene Lipide sind also membranzerstörend. Wissen Sie, wo positiv geladene Lipide eingesetzt werden? Wer von Ihnen hat denn eine Covid-19-Impfung bekommen?
Viele, fast alle eigentlich. Und wer von Ihnen hat eine mRNA-Impfung dabei bekommen? Auch fast alle, klar, weil BioNTech eigentlich der Hauptimpfstoff ist, der verimpft wurde. In diesem mRNA-Impfstoff wird die mRNA in Lipid-Nanovesicles verpackt. Teils natürliche, teils synthetische Lipide. Und da ist in jedem mRNA-Impfstoff auch ein Lipid verwendet worden, das eine positiv geladene Kopfgruppe hat. Je nachdem, welcher pH herrscht, ist diese Kopfgruppe entweder neutral oder positiv geladen. Fürs Verpacken, das macht man bei niedrigem pH, dann sind sie positiv geladen, dann sind sie protoniert. Das heißt, dann interagieren sie wahnsinnig gut mit der negativ geladenen RNA. Sie bekommen also eine extrem dichte Packung in diesen Lipid-Nanovesicles. Wenn Sie das Ganze dann injizieren, dann ist es bei neutralem pH nicht mehr positiv geladen, auch nicht toxisch für die Zellen natürlich. Dann kommt dieses LNP mit dem Impfstoff über die Endozytose in ein Endosom der Zelle. Und Endosomen verdauen normalerweise aufgenommene Moleküle, indem sie Protonen reinpumpen, das Ganze wieder ansäuern. Das heißt, das LNP, also Ihr Impfstoff, mit diesem ionisierbaren Lipid wird jetzt in einem sauren Milieu wieder sein und damit wird das Lipid wieder positiv geladen. Mit dem Ergebnis, dass es dann die Membranhülle des Vesikels, des Endosoms, auflöst und damit wird der mRNA-Impfstoff ins Zytoplasma transportiert und kann abgewiesen werden vom Ribosom. Das ist der einzige Einsatz von positiv geladenen Vesikeln, die wir momentan haben. In der Natur finden Sie keine Lipiden. In der Natur finden Sie keine positiv geladenen Lipide. Wie gesagt, weil die würden dort natürlich permanent die Membranen auflösen und lysieren. Okay, jetzt wieder zurück zu unseren Lipiden hier. Was wir jetzt gesehen haben, waren die Fettsäuren, die Triazylglyceride, die Glycerophospholipide und die Sphingolipide. Die verlassen wir jetzt, damit haben wir eigentlich den Membranaufbau schon relativ gut beschrieben, da kommt noch ein bisschen was dazu, aber das werden wir uns später noch ansehen. Jetzt kommen wir zu den Isoprenen. Steroide, wenn man von morgen. Isoprene ist auch nichts Aufregendes oder nichts Kompliziertes. Sie haben jetzt gesehen, dass wir bei den Lipiden Fette, Phospholipide, Glykolipide eigentlich von Acetylcoenzym A ausgehen, aktivierte Essigsäure wird es auch genannt, wo wir immer eine Verlängerung um diesen C2-Körper bekommen. Daher immer diese geradzahlige 16, 18, 20, 22 Kettenlänge von unseren Fettsäuren. Jetzt schauen wir uns Isoprenolide an, die eigentlich auch vom Acetylcoenzym A abstammen, über einen anderen Baustein, aber über das Isoprenolid Pyrophosphat oder Diphosphat. Das werden wir jetzt gleich sehen. Zunächst mal zum Aufbau Grundprinzip. Isoprenolide leiten sich von einem C5-Körper, nämlich dem Isopren. Und das Isopren sehen Sie hier dargestellt, das ist ein 2-Methyl-1,2-Butadien. Wir haben also an der Position 2 eine Methylgruppe sitzen, und haben eine Doppelbindung an der Position 1 und an der Position 2. Und dieser C5-Körper wird jetzt mit einem zweiten Isopren gekoppelt und dann bekommen Sie Monoterpene. Wenn noch weitere dran gekoppelt werden, die Sesquiterpene, Diterpene, Triterpene, Tetraterpene, Polyterpene. Was wir darin finden, ein paar Sachen, denke ich, werden Sie kennen, ätherische Öle, denke ich, kennen Sie alle. Farnesol, Iberdeline, werden wir noch kurz sehen. Herzglykoside, denke ich, werden Sie kennen. Carotinoide kennen Sie sicherlich auch. Und Kautschuk oder sowas natürlich auch. Das ist nichts anderes als ein Polyterpen. Der eigentliche Baustein, aus dem jetzt diese Terpene aufgebaut werden, wie gesagt, ist das aktivierte Isopren, bei dem wir hier Pyrophosphat angeheftet haben und damit eine energiereiche Bindung haben. Und was dabei jetzt als erstes passiert, ist, dass ein Molekül von Isoprenylpyrophosphat isomerisiert wird zu diesem Dimethylallylpyrophosphat. Da wird einfach die Doppelbindung hier nach innen geschoben. Und diese beiden Moleküle, also ein original Isoprenylpyrophosphat und ein umgewandeltes Dimethylallylpyrophosphat, werden jetzt über eine Synthase miteinander fusioniert unter der Abspaltung dieses Pyrophosphats. Das ist die Energiequelle für diese Reaktion. Und damit enden wir hier unten
in Geranylpyrophosphat. Jetzt haben wir hier 1, 2 unterschiedliche Farben dargestellt, 2 Isopreneinheiten miteinander verknüpft. Das ist aber kein Diterpen. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, Diterpene sind schon viel, viel höherklassig. Wir werden da gleich sehen, wie die darauf gebaut sind. Also wir bekommen hier das Geranylpyrophosphat bestehen aus 2 Isopren-Untereinheiten. Und das aus 2 Untereinheiten wird auch als Monoterpen bezeichnet. Ein Monoterpen besitzt also 2 Untereinheiten. Ein Diterpen besitzt dann 4 Untereinheiten, weil es aus 2 Terpeneinheiten aufgebaut ist. Klingt ein bisschen komisch, die Nomenklatur, ist aber so. Wir sehen das hier nochmal, wenn wir 2 Isopreneinheiten haben, das heißt, wir haben 10 Kohlenstoffatome, jede Isopreneinheit haben wir ja gesehen, hat 5. Dann sprechen wir von einem Monoterpen, das ist ein Terpen. Haben wir 4, dann haben wir 20 Kohlenstoffatome, dann ist es ein Diterpen. Haben wir 6, dann haben wir 30 Kohlenstoffatome, dann ist es ein Triterpen. Haben wir 8, sind wir ein Tetraterpen. Wenn wir nur 3 haben, mit 15 Kohlenstoffatomen, heißt das Sestriterpen. Haben wir 5, dann sind wir beim Sesterterpen. Und dazu schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Wie können die verknüpft werden? Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man spricht bei einem Isopren von dem Kopfende hier vorne, wo dann gleich die Methylgruppe abzweigt, und einem Schwanzende hier hinten. Dementsprechend können wir jetzt eine Fusion von einem Schwanzende an dieses Kopfende bekommen. Wir können die beiden Schwänze miteinander fusionieren oder wir können die beiden Köpfe miteinander fusionieren. Da gibt es unterschiedliche Terpene, die dann unterschiedliche Isopreneinheitverknüpfungen aufweisen. Fangen wir mal an. Lineare Terpene. Also jetzt nur Monoterpene, 2 Einheiten Isopren, 10 Kohlenstoffe. Da haben wir hier das Mutilen, das Sie hier in der Struktur sehen, oder das Myrcen, hier in der Struktur. Der Unterschied ist nur die Position der Doppelbindung hier oben. Um es zu verdeutlichen, hier wäre die Trennung in die beiden Isopren-Untereinheiten. Und wo finden wir diese beiden, Ozimin und Myrcen? Das sind Pflanzennährstoffe, das sind Riech- und Duftstoffe. Wenn Sie also an der Rose riechen oder Zitrusfrüchte oder auch Thymian, dann riechen Sie sehr, sehr häufig ein Gemisch, in dem Ozimin und Myrcen vorhanden ist. Also Geruchsstoffe, ätherische Öle, was wir hier haben. Und davon gibt es eine ganze Menge, das waren jetzt nur 2 Beispiele. Von diesen Monoterpenen sehen Sie hier eine ganze Reihe davon. Linalool beispielsweise, das ist ein Hauptbestandteil im Lavendelöl. Geraniol, nicht in der Geranie, sondern in der Rose, im Rosenöl. Hier unten Myrcenol im Hopfenöl. In den Zitrusfrüchten finden wir sehr, sehr häufig das Citral A und das Citral D. Und die Geraniumsäure ist Bestandteil von Tamina, das ist eine Weinsorte, eine Weißweinsorte. Also, Sie begegnen diesen Monoterpenen eigentlich in sehr, sehr vielen Lebensmitteln, immer und immer wieder. Diese Monoterpene können jetzt nicht nur in linearer Form vorliegen, wie wir es gerade gesehen haben, die können auch zyklisieren. Wir können die also auch ringförmig vorfinden, basierend auf der Pentanstruktur, wie wir es hier sehen. Da haben wir dann beispielsweise das Thymol. Eine Komponente im Thymian, im Majoran oder im Oregano. Das Menthol und das Menthon, wie der Name dann schon sagt, das ist das typische Pfefferminzöl, dieser Pfefferminzöl. Und Isopulidol, das finden wir im Eukalyptus. Also auch hier ganz entscheidende Duft- und Geschmacksstoffe, die wir hier sehen. Interessant ist dabei vor allem das Limonen. Und das finden wir in 2 Konformationen, weil es nämlich optisch aktiv ist. Wir sehen also hier, das optisch aktive Kohlenstoffatom hier und hier sitzen. Und das haben wir jetzt in der S-Form und in der R-Form. In der S-Form riecht es nach Zitrone. In der R-Form ist es der Orangenduft, den wir haben. Und das ist das häufigste Monoterpen, das wir überhaupt in den Nahrungspflanzen vorfinden. Interessanterweise ist dieser Zitronenduft durch das S-Limonen aber noch gar nicht das Entscheidende, wie eine Zitrone wirklich duftet.
Das Entscheidende ist dann eigentlich das Citral B. Allerdings setzt sich sowohl der Zitronenduft als auch der Orangenduft natürlich jetzt nicht nur aus einer oder zwei Komponenten zusammen, sondern insgesamt sind sowohl Geruch als auch Geschmack, bei Orange zumindest, ich glaube, um die 15 oder 18 unterschiedliche Komponenten. Unser Gehirn speichert sowas natürlich ab. Das schmeckt nach Orangen. Wenn Sie als Kind also mit Orangen zu tun haben, mit Orange essen, lernt Ihr Gehirn, das ist Orangengeschmack. Und dementsprechend schmeckt die Orange, die Sie jetzt essen, immer noch so. Allerdings nutzt die Lebensmitteltechnologie einen Trick unseres Gehirns oder eine Eigenschaft unseres Gehirns als Trick aus. Unser Gehirn ist nämlich sehr, sehr fantasiereich. Wenn Sie einmal als Kind einen Orangengeschmack gelernt haben, diese 15 bis 18 Komponenten, ist das abgespeichert. Wenn Sie dann später aber einen Fruchtjoghurt essen mit Orangengeschmack, den Sie im Supermarkt kaufen, dann besteht dieser Orangengeschmack in der Regel nicht mehr aus ganzen Extrakten aus Orangen, sondern aus chemischen Komponenten, die dazu gesetzt werden. Und das sind oft nur zwei oder drei Komponenten aus dem kompletten Cocktail für Orangengeschmack. Und Ihr Gehirn registriert zwei oder drei von diesen Komponenten und fantasiert sich den Rest dazu. Und schon denken Sie, oh, das schmeckt nach Orange. Nur weil Sie eben als Kinder schon mit echten Orangen auf diesen Geschmack geprimed wurden. Drum ist das für Sie der gleiche Geschmack, weil Ihr Gehirn das einfach dazu fantasiert. Funktioniert es auch andersrum, wenn ich als Kind nur den Joghurt esse, konnte der Joghurt den Geschmack oder der Orange? Das wollte ich gerade erzählen. Das ist genau das große Problem, das wir mit dieser Lebensmittelindustrie auch haben. Wenn Sie als Kind jetzt nicht Orangenfrucht essen, sondern diesen Joghurt, den Sie im Supermarkt kaufen, der ja nur noch die Krüppelkomponente an Geschmack, an Orangengeschmack beinhaltet, dann wird Ihr Gehirn auf einen ganz anderen Orangengeschmack finden. Dann schmeckt später, wenn Sie eine richtige Zitrone, eine richtige Orange essen, die schmeckt völlig anders. Das hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Training zu tun, auf das Sie geprimed wurden, weil Ihr Gehirn kann dann ja den Unterschied merken. Das waren ursprünglich nur drei Geschmackskomponenten beispielsweise und Ihr Gehirn war noch nie trainiert drauf. Das heißt, diese drei Komponenten machen jetzt den Orangengeschmack aus. Und wenn Sie später echte Orangen essen, dann kommen die anderen 15 Komponenten dazu, dann schmeckt es völlig anders. Und das ist ein Riesenproblem für die Lebensmittelindustrie noch gar nicht mal so, aber für uns. Wir bekommen dann, oder unsere Kinder haben dann möglicherweise ein völlig anderes Geschmacksempfinden. Denen schmecken die Orangen vielleicht gar nicht mehr so und die schmecken ganz anders, als sie eigentlich normalerweise für sie schmecken. Insofern ist es also schon ein bisschen verwerflich, was die Lebensmitteltechnologie da macht. Mit unserem Gehirn einfach ein Späßchen, drei Geschmacksstoffe reichen, ist viel billiger, als wenn ich echte Orangen verwende. Allerdings ist die Konsequenz, dass wir eben dann unterschiedliches Geschmacksempfinden entwickeln können. Okay, kleiner Ausflug in die Lebensmittelindustrie. Also das hier, das Limonil, ist das häufigste Monoterpen, das wir in den Nahrungspflanzen vorfinden. Jetzt haben wir diese kettenförmigen Isoprene gesehen, aber auch schon gesehen, dass die zyklisiert werden können. Das waren aber ja alles nur die Monoterpene, sprich die einfachsten, die aus zwei Isopreneinheiten aufgebaut sind. Natürlich gibt es hier eine ganze Menge komplexere, höhere Terpene. Und da werden wir uns jetzt noch ein bisschen was dazu anschauen. Als nächstes die Sesquiterpene, die aus drei Isopreneinheiten besteht. Wo wir also drei Isopreneinheiten miteinander verkoppelt haben. Und auch das passiert dann eben über das Geranylpyrophosphat, wo wir schon zwei Isopreneinheiten verkoppelt haben. Jetzt wird einfach ein weiteres aktiviertes Isopren verwendet. Dieses Pyrophosphat abgespalten und wir bekommen damit das Farnesyl-Pyrophosphat. Bestehend aus 1, 2, 3 Isopreneinheiten. Und hier ist es nun mal eingezeichnet bei Farnesol oder bei Neronidol, das ich davon ableite, wo wir die einzelnen Fusionspositionen, die einzelnen Komponenten, die Isoprenkomponenten vorfinden können. Das Farnesol selbst ist ein Biosynthese-Baustein, ist auch ein Membrananker an vielen Proteinen, das sehen wir gleich noch, und ist eine entscheidende Komponente als Duftstoff
bei Rosen und vor allem bei Maiglöckchen, also dieser typische Maiglöckchen-Geruch, ist eigentlich dieses Parmesan. Dieses Nerolidol hier rechts, das ist eine andere Geschichte. Das ist eigentlich chemische Kriegsführung in der Natur. Denn das ist eine Substanz, die Tomatenpflanzen produzieren. Sie verwenden die aber gar nicht. Sie haben eigentlich damit keine Kommunikation mit anderen Tomatenpflanzen oder ist nicht wichtig für die Zelldifferenzierung oder sonst irgendwas. Es ist ein Schutzmechanismus. Denn wenn diese Tomatenpflanze jetzt von einer Blattlaus oder von einer Raupe angefressen wird, dann werden natürlich die Zellen geschädigt. Mit dem Ergebnis, dass das Nerolidol freigesetzt wird. Und es ist flüchtig. Verduftet also. Ist ein Duftstoff und damit aber auch ein Lockstoff für andere Insekten, und zwar für Raupenmilben. Die Pflanze wird also geschädigt durch einen Fressfeind und setzt dafür das Nerolidol frei und das lockt jetzt die Raupenmilben an. Und das machen die Raupenmilben, weil die fressen die Blattläuse oder die fressen die Raupen, die jetzt auf dieser Tomatenpflanze zum Fressen bekommen haben. Damit schützt sich die Tomatenpflanze, indem sie einfach diese Raupenmilben rekrutiert, um die Fressfeinde wieder zu beseitigen. Also eine ganz interessante Geschichte, was Pflanzen hier eigentlich bewirken können und wie sie damit eigentlich Insekten manipulieren können, anlocken können, um sich selbst wieder von den Raupen oder von den Blattläusen zu befreien. Dieses Farnesyl, hatte ich ja gesagt, ist auch ein Proteinanker, um die Proteine auf der Membranoberfläche der Zelle zu verankern. Und das sehen wir hier links schon mal schematisch dargestellt. Hier ist nochmal der Farnesylanker, diese drei Isopren-Einheiten. Das Farnesyl ist über einen Thioether an einen Cystein-Rest im Protein gekommen, kovalent gebunden. Und ist natürlich hydrophob, lagert sich eben in so eine Lipid-Doppelschicht schön ein. Und damit haben sie das Protein an dieser Lipidschicht verankert. Ein Paradebeispiel dafür ist RAS. RAS ist ein Proto-Onkogen, das also in der Zelldifferenzierung eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch bei entarteten Zellen bei der Tumorgenerierung, bei der Tumorentstehung eine wichtige Rolle spielt. Und dieses RAS trägt eben genauso Cystein-Rest mit Farnesylanker, der über eine Transferase angerichtet wurde. Und damit wird das RAS sofort an der Zellmembran verankert, kann dort mit anderen Proteinen interagieren, über eine Phosphorylierungskaskade Signale weitergeben, die dann in den Zellkern transportiert werden und dann das Expressionsprofil der Zelle verändern, beispielsweise in Richtung Tumorzelle. Aber RAS muss eben dazu, um seine Funktion ausüben zu können, in so einer Lipid-Doppelschicht in der Membranschicht verankert werden, über diesen Farnesyl. Ein anderes Beispiel ist als ein derartiges Sesquiterpen ist das Juvenilhormon. Das Juvenilhormon, da gibt es viele Varianten wieder. Sie sehen hier wieder diese drei Isopren-Einheiten, die jetzt verschiedene Reste tragen können. Es können nur Methylgruppen sein, es können Ethanolgruppen sein, die daran geheftet sind. Also es gibt eine ganze Reihe verschiedener Wachstumshormon-Varianten, die sich alle von dieser Farnesolsäure mehr oder weniger abhängen. Und die sorgen dafür, das ist ein Juvenilhormon, das heißt, die Insekten, die das produzieren, bleiben in diesem Jugendstadium. Es ist also wichtig, dass das genau koordiniert in der Zelle gebildet, in dem Organismus gebildet wird, sodass eine Raupe sämtliche Entwicklungsstadien durchläuft, bevor sie dann in die Metamorphose geht und zum Schmetterling sich entwickelt. Das wird also damit gesteuert. So und so lange muss also dieses Juvenilhormon produziert werden und erst wenn der Produktionsstopp einsetzt, kommt es zur Metamorphose und zum Ausbilden des Imagos, des adulten Tiers. Und auch hier haben wir wieder Chemical Warfare in der Natur. Es gibt viele Pflanzen, die sich vor diesen Fressraupen natürlich schützen. Bei der Tomate haben wir es gerade gesehen, die lockt die Raupenmilben an. Andere Pflanzen machen da was anderes. Die behelfen sich selbst, die brauchen keine Raupenmilben, denn die produzieren analoger zu den Wachstumshormonen, wie das Juvavion, das Juvecimen oder das Juvadece. Die wirken genauso und sehen ein bisschen ähnlich aus wie das Wachstumshormon und wirken genauso. Mit dem Ergebnis, dass die Raupen, die das jetzt fressen, sich nicht mehr weiterentwickeln können. Die bleiben ewig in diesem Raupenstadium
Und das bringt eigentlich den ganzen Entwicklungsplan dieser Tiere durcheinander, um sie sterben. Und damit schützt sich die Pflanze eben auch vor Fressfeinden, weil die Raupen einfach nicht überleben können und sich gar nicht weiterentwickeln können, um sich als Schmetterling beispielsweise dann weiter zu vermehren. Und dabei gibt es eine ganz interessante Geschichte von Karel Slama. Das ist ein tschechischer Insektenforscher in den 60er Jahren gewesen. Der hat nicht mit Schmetterlingen gearbeitet, der hat mit dem hier gearbeitet, kennen Sie alle, Feuerwanzen. Haben wir hier auch überall herumlaufen im Sommer. Der hat mit Feuerwanzen gearbeitet. Er hat die also kultiviert, in kleinen Boxen, mit Papier drin, und die haben sich immer zu fressen gekommen, konnte die also wunderbar züchten. Ja, und dann hat er einen Ruf bekommen nach Harvard, USA, ist dorthin mit seiner Arbeitsgruppe und hat natürlich sein Forschungsobjekt mitgenommen und hat in Harvard versucht, mit seinen Feuerwanzen weiterzuarbeiten. Genau die gleiche Kultivierung. Er hat da festgestellt, die bleiben im Juvenilstadium und wechseln nicht mehr ins adulte Tier, sondern bleiben als Nymphen, die in diesem Juvenilstadium hängen und sterben ziemlich schnell ab. Und er hat dann alles Mögliche probiert auszutauschen. Futter ausgetauscht, das Wasser ausgetauscht, er hat sich Futter aus Europa schicken lassen, er hat sich Wasser aus Europa gekauft, alles nichts gebracht. Bis er dann draufgekommen ist. Haben Sie eine Idee, was passiert sein könnte? Wieso in Amerika? Einige von diesen Analoga können Luftschutz sein, die über die Luft übertragen werden. Das war es wohl nicht. Sie haben noch eine Idee? Keine anderen Tiere im Labor gehabt. Also Sie können sich vorstellen, wie schwierig das ist, so eine Fehlerquelle dann zu finden, was die Ursache dafür war. Was es war, war das Papier. Das Papier, auf dem er seine Wanzen hat laufen lassen in den Behältnissen, in den Terrarien. In Europa hat er beispielsweise Papier der Zeitschrift Nature verwendet, eine europäische Zeitschrift, aus europäischem Holz hergestellt. Enthält kein Hyperchlorid. Das amerikanische Papier, wenn er also beispielsweise da die Zeitschrift Science verwendet hätte, weiß nicht, ob er das hat, wahrscheinlich hat er irgendeine Tageszeitung verwendet, ist ja egal. Das amerikanische Papier dagegen wird aus der Balsamtanne gewonnen. Und die Balsamtanne produziert Hyperchlorid. Das heißt, die Wanzen, mit denen er gearbeitet hat, waren jetzt auf einmal auf Papier, das Hyperchlorid enthielt. Und dementsprechend konnten sich die Wanzen nicht mehr weiterentwickeln, weil sie natürlich aus dem Papier jetzt dieses Analogon zum Wachstumshormon aufgenommen haben. Und das hat ewig gedauert, bis er das herausgefunden hatte. Das ist natürlich eine verdammt versteckte Fehlerquelle. Kein Mensch wusste davon vorher. Und später war dann völlig klar, natürlich, Balsamtanne, wenn die dieses Wachstumshormon Analogon produziert, hat es natürlich einen Effekt auf die Entwicklung der Feuerwanzen, die er gearbeitet hat. Er hat sich also dann europäisches Papier schicken lassen, oder Zeitschriften schicken lassen, und damit war wieder alles gut. Aber es hat eine Zeit lang gedauert, diesen Fehler zu finden. Okay, gehen wir weiter. Das waren jetzt die Sesquiterpene. Und aus den Sesquiterpenen kommen wir in der nächsten Stufe zu den Diterpenen. Ja, jetzt haben wir also vier Isopreneinheiten. Diterpene heißt eigentlich, zweimal Monoterpene miteinander fusioniert, oder einmal Monoterpene miteinander fusioniert, also zwei Monoterpene zusammen. Schon haben wir 20 Kohlenstoffatome, das sind die Diterpene. Und das sehen wir hier, das ist dann so ein C20-Körper. Wir sehen vier Isopreneinheiten, gekoppelt, Kopf, ein Schwanz. Man kann sehr schön an diesen Methylgruppen sehen, dass es diese vier Einheiten sind, die hier miteinander fusioniert sind. Wo finden wir die? Zum Beispiel im Chlorophyll. Jetzt nicht im Tetrachlorosilien-System, das Sie hier sehen, auch das werden Sie in der späteren Stunde noch ein bisschen detaillierter betrachten. Aber Sie finden es in dem sogenannten Phytolrest. Denn das Phytol hier ist nichts anderes als ein Diterpen. Das Sie hier, sehen Sie auch nochmal diese vier Methylgruppen, die also hier unser Phytol ausmachen. Und dieses Phytol wird also ein bisschen anders darstellen. Dann sehen Sie das hier und dann können Sie eigentlich schon erahnen, was aus diesem Phytol wohl noch werden kann. Hier bietet sich das direkt an, dass Sie hier Zyklisierungen bekommen, dass Sie hier also wieder zyklische
Terpene erhalten. Zyklische Diterpene. Und genau das passiert natürlich. Dann sehen wir hier beispielsweise Amidinsäure. Hier drei Ringsysteme als Diterpen. Und die Amidinsäure ist ein Hauptbestandteil im Baumharz. Und Sie finden es dann als Grundbestand im Bernstein, überlebt also sehr, sehr lange. Es wird auch technisch verwendet als Bestandteil in vielen, vielen Lacken und in der Industrie zur Herstellung von Milchsäure oder auch von Buttersäure wird es ebenfalls eingesetzt. Das hier unten dagegen ist die Gibberellinsäure, ebenfalls ein Diterpen mit drei Ringsystemen. Das ist wieder so ein klassisches Pflanzenhormon und zwar ein Wachstumshormon. Die Pflanzen produzieren das, um schneller wachsen zu können oder um überhaupt wachsen zu können. Und der Name leitet sich vom Gibberella ab. Gibberella ist ein Pilz, mittlerweile heißt er anders, Physarum, wie auch immer, ist umbenannt worden. Und dieser Pilz befällt zum Beispiel Reispflanzen. Und diese Reispflanzen bekommen dann ein extremes Längenwachstum, weil der Pilz eben genau dieses Pflanzenhormon auch produziert. Die haben also ein Längenwachstum und knicken dann irgendwann ab, blühen auch gar nicht mehr, sind also ein großes Problem in der Reisproduktion. Man setzt diese Gibberellinsäure allerdings mittlerweile auch ein, um Pflanzenfrüchte größer werden zu lassen. Die werden also dann besprüht, wenn sie noch unreif sind, die Früchte, und dann werden die viel, viel größer, entwickeln gar keine Kerne mehr, sind also überhaupt nicht mehr fortpflanzungsfähig in dem Sinn, aber die Frucht wird halt größer. Und sowas kommt dann bei uns halt auch auf den Tisch. Also nicht die natürliche Frucht, sondern eben die mit dem Wachstumshormon behandelte Frucht. Ob man das unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich habe lieber Tomaten, die am Strauch wachsen, die jetzt nicht irgendwo besprüht worden sind. Aber wenn Sie es im Supermarkt kaufen, nicht jetzt mit Tomaten nur, sondern mit anderen Früchten, können Sie es oft gar nicht mehr vermeiden, dass Sie so eine Frucht kaufen, die eben mit dem Wachstumshormon behandelt wurde. Okay, das letzte, die Terpen. Oder das letzte Terpen überhaupt, was wir uns heute anschauen, ist das Vitamin A. Heißt auch Alpha-Retinol. Hat eine wichtige Funktion im Wachstum, in der Herstellung, in der Bildung der Haut, in der intakten Haut vor allem, und ist essentiell an unserem Sehvorgang beteiligt. Und das sehen Sie hier, das Retinol, das eigentliche Vitamin A. Aufgenommen wird es in der Regel von uns in Form von Beta-Carotin, das ist das Provitamin A, welches so viele Karotten essen. Dieser orange Farbstoff ist nichts anderes als das Beta-Carotin, das Sie hier in der Struktur dargestellt sehen. Und das wird von unserer Verdauung durch Monooxygenase hier gespalten. Und in dieser Oxidation bekommt sich hier dann an dieser abgespaltenen Einheit des Vitamin A noch eine Aldehydgruppe. Damit haben Sie das fertige Alpha-Retinal, das Vitamin A. Wie wirkt es jetzt beim Sehen? Verblüffend einfach. Es ist ja in der Alpha-Konfiguration, das heißt, es ist gerade gerichtet hier, keine Cis-Doppelung. Sie können es aber umwandeln in ein 11-Cis-Retinal, indem man auf Position 11 die Doppelbindung jetzt in Cis vorlegt. Und schon haben wir diesen Knick. Und durch Lichteinfall wird genau das wieder reversibel gemacht. Das Licht, das jetzt ins Auge kommt, verwandelt das 11-Cis-Retinal wieder in das Alpha-Retinal. Und das ist das Signal, das unser Sehnerv dann erhält und an unser Gehirn wird. Was wir also in unseren Stäbchen haben, im Auge, in der Retina, sind scheibenförmige Membransysteme, Doppelmembranen, in denen ein Protein eingelagert ist, das Rhodopsin. Das Rhodopsin besitzt 7 alpha-helikale Regionen und hat in seinem Inneren, diese alpha-helikalen Regionen umschließen also ein Lumen, und in diesem Lumen ist unser Retinal eingelagert. Hier das 11-Cis-Retinal, das ist hier knickt. Hier sehen Sie diese 7 alpha-helikalen Bereiche, und das Retinal ist kovalent an einen Aminosäurenrest in der Helix 7 gekommen. Können wir hier nochmal mit dieser Kinemage sehen. So, also hier sehen Sie in Rot die alpha-helikalen Elemente. Ja, wenn wir von oben auch sehen, dann sehen wir auch, dass hier ein schönes Lumen in der Mitte ist. Und in Gelb sehen wir jetzt unser Retinal. Und Sie sehen vielleicht auch hier schon in Blau. In Blau ist die
7 verankert. Wir können jetzt mal das alles hier wegnehmen. Jetzt sehen wir unser Retinal nur noch mit diesen Lysinrest. Und wenn wir die Helix 7 dazu nehmen, die anderen alle nicht, dann sehen Sie, wie das hingekommen ist. Ja, es ist also im Inneren dieses Proteins, finden wir also im Rhodopsin an der Position 7 unser Retinal. Und das ist die eigentliche Konfiguration, die wir im Dunkeln haben. Also an die Position, an den Lysinrest in der Transmembran Helix 7 ist das 11-Cis-Retinal gekoppelt. Das wird dann stabilisiert durch den Salzgewicht und den Glutamatrest in der Helix 2. Und durch Lichteinfall wandelt sich das 11-Cis-Retinal jetzt in das Altrans-Retinal um. Und das hat natürlich konformationelle Konsequenzen wieder auf die Proteinhelizes hier, auf die Alpha-Helizes, sodass unser Rhodopsin damit eine andere Struktur bekommt und das als Signal an die Nervenzellen weitergibt, die dann das Signal weiter ins Gehirn. Das ist unser Sehvorgang. Eigentlich nur eine Isomerisierung von Cis nach Trans, wie er ist. Okay, damit sind wir jetzt auch mit den Deep-Terpinen durch und bevor wir die anderen Terpinen, zumindest ein paar davon, noch anschauen, das machen wir erst morgen, möchte ich Ihnen jetzt noch ganz kurz die Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie vorstellen. Das ist jetzt keine Werbung für irgendeinen obskuren Verein oder obskuren Verein. Die GBM, das ist die Plattform, Kommunikationsplattform, das Sprachrohr von Biochemikern, Biologen, Molekularbiologen, Chemikern, die biochemisch arbeiten, Pharmazeuten, die biochemisch, molekularbiologisch arbeiten, all die können sich darin organisieren und können darin miteinander kommunizieren und auch gegenüber der Politik, gegenüber der Presse, der Öffentlichkeit entsprechend auftreten. Die Arbeit gemeinnützig ist ein sehr, sehr gutes Netzwerk, gerade für Nachwuchswissenschaftler, um andere Labors kennenzulernen, wo man vielleicht mal Doktorarbeit machen will oder als Postdoc arbeiten will. Sie fördert Forschung und Lehre in diesen Bereichen und dabei sehr, sehr stark natürlich junge Wissenschaftler, indem sie ihnen finanzielle Unterstützung gibt, um an wissenschaftlichen Tagungen, an Konferenzen teilzunehmen, um entsprechende Wissenschaftler kennenzulernen. Ganz wichtig für Sie jetzt gerade vielleicht noch nicht, später schon, die DFG nominiert, die GBM nominiert die DFG-Fachgutachten. Das ist die deutsche Forschungsgemeinschaft, der Geldgeber schlechthin für die Labors. Wenn Sie in einem Labor arbeiten, also bei mir ist es immer so, wenn Sie bei mir im Labor arbeiten, ich würde mal sagen, 95% aller Chemikalien, aller Gerätschaften, die ich habe, werden von der DFG finanziert. Weil ich Forschungsanträge schreibe, die dann begutachtet werden. Und wenn sie positiv begutachtet werden, bekomme ich entsprechend Geld. Auch die Doktorandenstellen sind in der Regel alle über die DFG finanziert. Und die Gutachter, die dafür verantwortlich sind, ob ein Antrag bewilligt wird oder nicht, die nominieren unter anderem die Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Es gibt noch ein eigenes Heft, das ist zum Fachmedium des Jahres mal gewählt worden vor einiger Zeit. Das ist das Biospektrum. Das bekommen Sie, sobald Sie GBM-Mitglied sind, mit zugeschickt, kostenlos zugeschickt. Ist keine Fachzeitschrift in dem Sinn, dass Sie dort Ihre Primärarbeiten publizieren, aber Sie finden sehr, sehr gute Übersichtsartikel. Dann hat die GBM verschiedene Studiengruppen, Untergruppen mit speziellen Fachbereichen, wie Sie hier sehen, das werden immer mehr. Die hier mRNA-Biochemie habe ich mitgegründet, ist mittlerweile eine super gut organisierte Studiengruppe, bundesweit tätig. Alle ein bis zwei Jahre organisieren wir ein Treffen und tauschen es aus, wobei auch wieder Nachwuchswissenschaftler wie Masterstudenten, Doktoranden von der GBM finanziell unterstützt werden, damit sie da teilnehmen können. Und es gibt einmal im Jahr eine große Tagung, das Moosbacher Kolloquium, das immer in Moosbach stattfindet, bei dem unterschiedliche Schwerpunkte jeweils thematisiert werden und an dem sich eben alle GBM-Mitglieder treffen können, wenn sie Zeit und Lust haben, dahin zu kommen. Es gibt aber noch einiges mehr und das gebe ich jetzt an die Junior-GBM weiter. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen machen will. Brauchen Sie auch das? Nur die eine Folie? Ja, also wir sind hier,
Junior-Übersetzer, der sich für alle Übersetzer am Nachrichten und auf der Wand.